So, wie ihr gerade mitbekommen habt, habe ich gerade ein paar Nachrichten erhalten, wo ein Michigan-Rapper über mich und meine Familie geflucht hat. Und ich habe es mir angehört und ich habe auch dazu nichts gesagt. Und jetzt mache ich es aber offiziell. Damit das nicht hinter der Kulisse abläuft oder sonst irgendetwas ist. Du hast meine Mutter beleidigt. Du hast meine Familie beleidigt. Du bist aus Istanbul nach Izmir abgehauen. In der Hoffnung, dass meine Kollegen dich beschützen. Und du hast mich beleidigt. Genau aus diesem Grund. Ne? So, ich will gerade gar nicht erwähnen, wie du deinen Labelboss gefickt hast. Wie du zum Beispiel deine Leute gefickt hast. Es juckt mich auch null. Es hat mich auch bis heute null gejuckt. Aber wer bist du, dass du bis heute so meine Familie beleidigt. Du kennst nicht mal meine Familie, du kennst nicht mal meine Geschichte. So traust du gerade nur auf deine Followers oder auf dein blaues Häkchen da, was du da hast. So, und jetzt mache ich dir gerade eine klare Ansage. Komm nach Aydın, schreib mir privat und ich zerficke deine Mutter. Okay? Du hast gerade was kaputt gemacht, was eigentlich nicht mal was mit dir zu tun hatte. Und ich mache das erst wieder gerade, wenn du Hundesohn, der meine Mutter beleidigt hat, ne? Weil du ein Rapper bist, du bist ja ein Gangster-Rapper, du warst ja bei Alpha Empire, dann du Hurensohn, ich habe von den Aslaks, ich habe von, lass mich nicht reden, habe ich Angebote bekommen und ich habe abgelehnt. Warum? Weil ich war gerade zu meinen Jungs. Ich bin gerade auf Flucht und ich kenne trotzdem meinen Jungs immer nur noch das Beste. So, und scheiß mal da drauf. Lan, wer bist du, dass du gerade meine Familie beleidigst? Weil ich gerade nicht lange, so wie ihr deutsche Rapper sagt, ein Biss war. Du bist ab heute mein Feind. Und genau aus diesem Grund, sage ich dir einfach nur. Wallah billah, ich schwöre auf meine Mutters Tod, kommst du mir einmal in die Quere, zerficke ich deine Mutter. Kommt deine Familie mir ein, zerficke ich diese Familie. Weißt du warum? Weil du von meiner Familie in deinem Live-Video keinen Respekt hattest mit deinen Kollegen, was ich gerade mitbekommen habe. Und ich schwöre dir auf Koran, kommst so, ich werde dich einfach zerficken. Mehr will ich auch gerade nicht erwähnen. Ich will auch gerade deinen beschissenen Namen gerade nicht erwähnen. Aber wenn du das gerade machst, dann sage ich, Wallah, du bist ein Mann. Und ich werde dich, egal in welcher, ob es in der Rap-Ebene ist, ob es diese ist, ob es das ist, frag nach in Izmir die Jungs, die wissen, wer ich bin. Komm einfach nach Aydın und ich zerlege dich. Aber ich schwöre auf meine Mutters Tod, du Hurensohn, erwähnst du meine Familie noch einmal so in der Öffentlichkeit, werde ich deine Mutter ficken. Und ich werde es tun, weil du es schon gemacht hast. Boom.